Neugierig schaut es hervor, das kleine Känguru-Baby aus der Beuteltasche seiner Mama. Im Vogel- und Tierpark Abensberg gibt es Känguru-Nachwuchs. Bei den Kängurus, da erwarten wir jetzt ganz viel Nachwuchs. Da haben wir unsere Albino-Mama, die wieder dieses Jahr trächtig ist. Wir hoffen, dass alles gut wird, weil sie halt schon ein bisschen älter ist. Des Weiteren haben wir noch zwei junge Damen, zwei braune, die auch Babys im Beutel haben. Die schauen sogar schon aus dem Beutel raus. Und das mal etwas schüchterner oder auch etwas entdeckungslustiger, wie dieses hier. Bis die kleinen Babys den wärmenden und schützenden Beutel ihrer Mamas verlassen, kann es bis zu einem Jahr dauern. Es ist so, dass die Kängurus eigentlich, wenn die auf die Welt kommen, sozusagen so groß wie eine Bohne sind. Und dann wirklich das erste halbe Jahr nur im Beutel verbringen, festgesaugt an der Zitze. Und so nach einem halben, dreiviertel Jahr sieht man dann das erste Mal das Köpfchen rausschauen. Und ja, das Ganze kann bis zu einem Jahr dauern, bis sie dann wirklich das erste Mal rausgehen. Ist natürlich auch temperaturabhängig und ja, von den Außeneinwirkungen. Und ja, das dauert dann ein bisschen, bis man das dann wirklich merkt. Und bis sie auch ihren Lebensraum erkunden. In anderen Gehegen sind die Jungtiere schon etwas weiter. Im Frühling beginnt immer ein neues Leben, auch in der Tierwelt.